Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um den Laubbläser. Das ist im Prinzip ein Hochdruckreiniger, der eine hohe Mobilität hat und einen Wasserspeicher, wo ihr diesen auch nutzen könnt, für halt eure Geräte und Co. zu säubern. Passend aktuell dafür auch in der Hosentasche verstaubar. Dieser Mod kostet ungefähr 1500 Euro, kam aktuell als neuer Mod im Mod-Hub heraus, findet ihr unter der Kategorie Diverses, ist von dem Autor JMZ und hat eine Größe von 0,7 MB, aktuell in der Version 1.000. Und wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Da war schon das gute Stück, der Laubbläser von Lizards, so nennt sich das Ganze. Mit dem Laubbläser lässt sich der Schmutz schnell von den Maschinen entfernen. Ihr könnt den kaufen, zum Beispiel hier. Und habe ich schon die Meldung, ich habe dieses Gerät schon. Okay. Und dann, wie bei der Kettensäge auch, rüstet ihr das Gerät einfach mit dem Steuerkreuz nach oben jetzt, also auf der Konsole jetzt, oben aus und habt das Ganze in der Hand. Ihr könnt es halt überall mitnehmen, ne? Und das habt ihr auch in der Hand im Prinzip. Könnt ihr halt auch, wie gesagt, überall mitnehmen, wo ihr seid halt, weil das Ding halt in der Hosentasche verstaubar ist, ne? Könnt ihr halt im Prinzip zu dem Traktor hingehen und dann halt hier auf Aktivieren gehen. Dann können wir mit dem Laubbläser, wie das Ganze schon sich nennt, die Geräte und Co. und die Hänger und Co. halt alles sauber machen, ne? Und halt auch zum Beispiel wie hier jetzt, wenn ich jetzt neue Geräte habe, bei dem Händler halt auch waschen lassen, ne? Oder halt so waschen, ne? Damit sie wieder gut aussehen, ne? Und hat aber auch schon mal eine Sache, ist auch mal eine Idee, ne? Ist schon interessant wieder, ist wie gesagt halt mal eine kleine Mod-Vorstellung, ne? Und deswegen geht die halt nur so kurz. Ich hoffe, euch hat das Video hier trotzdem gefallen. Wenn ihr gerne mehr sehen wollt, könnt ihr den Kanal gerne kostenlos abonnieren, falls ihr neu auf dem Kanal seid. Oder wenn ihr Anmerkungen oder halt gerne mehr habt, schreibt es doch gerne mir bitte unten in die Kommentare rein. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag. Vielen Dank, auch wenn das Video hier sehr kurz ist, fürs Einschalten. Und wünsche euch noch, wie gesagt, einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.